Hallo Deutschland, ich bin also der TV und fürchterlich nervös, Lassie. Aber ich hab's geschafft. Ich bin in einer Minute im Fernsehen. Und wem habe ich das zu verdanken? Mir allein. Ja, und dir natürlich. Aber sonst brauchen wir niemanden. Prost. Ach Chef, kein Manager bitte. Geht's, Herr Kaiser? Schauen Sie, sollen Ihren Kopf in die Kamera halten. Zum Denken brauchen Sie einen Manager. Ja, vielen Dank, Chef. Wir brauchen keinen Manager, Lassie. Hm? Na, wie gefalle ich dir? Oh. Scheiße. Oh. Mist, das. Sag mal, kann ich so da raus? Hallöle, mein Kaiser. Ich bin. Mein neuer Manager, nehme ich an. Sag mal, kannst du Knöpfe annehmen? Ich kann singen und tanzen. Und sprechen. Ja, toll. Mein neuer Manager ist der verschollene Cousin von Michael Jackson. Hi, folks. Ah, da bin ich. Endlich eine Frau. Sag mal, kannst du einen Knopf annehmen? Oh Gott, Knöpfe. Hier, nimm das. Honey, ich glaube, du musst mal zwei Grundregeln des Showbiz facen. Erstens, ich bin deine Managerin und nicht deine Mutter. Und zweitens, wenn ich nähe, dann höchstens deine Wunden. Ja, toll. Ich werde von einem singenden Snickers und der sprechenden Margaretenwiese gemanagt. Danke, Chef. Ich heiße Beatrice Ratinger. Du kannst Trixie zu mir sagen. Mit Double X, okay? Okay. Mama, Kaffee. Das hier ist Mikrofon. Test 1. Sag mal, wer ist denn dieser Kaiser, der in 10 Sekunden ins Studio soll? Das bin ich, dein Moderator, du Sackseppel. Schönen guten Abend, Talkfreunde. Schmutzig, eklig, erniedrigend, das ist Frauenhandel. Was kann man als Talkmaster dagegen tun? Reden. Wir reden heute über das schmutzige Geschäft mit Frauen aus dem Katalog. Wir werden klären, wo es sie gibt, was sie kosten und wie lange kann ich sie umtauschen. Begrüßen Sie mit mir meinen ersten Talkgast, Kin Kum San aus Ho Chi Minh Stadt in Vietnam. Dieses Angebot ist unglaublich. Das gab es noch nie, darauf haben alle gewartet. Hier ist die Kim. Kim kann nicht nur alles, sie macht auch alles. Kim, macht auch mal was. Ja, schauen Sie nur, ist das nicht unglaublich? Ja, es ist. Kim ist sich für nichts zu schade. Kim kocht, Kim wäscht, Kim putzt das Auto, die Garage und die Zähne. Kim ist jetzt für Sie da. Holen Sie sich Ihre persönliche Kim. Greifen Sie zu, bevor es ein anderer tut. Rufen Sie jetzt an. 99, 88, 99. Nee, das sind Ihre Maße. Oder, Moment, noch nicht anrufen, ja? Doch, doch, Sie können anrufen. Rufen Sie jetzt an unter der Nummer. Wo ist die denn jetzt, verflixt? Sie da unten, machen Sie doch schon mal weiter, ja? 99, 88, 99, Kim, sind das Ihre Maße? Also doch die Telefonnummer. Weder noch, Herr Kaiser. Das sind meine Lieblingsseiten im Kamasutra. Ah ja, aber warum dann die Seite 99 zweimal? Das ist eigentlich die Stellung von Seite 66, nur andersrum. Ich mag aber auch die anderen Seiten. Rufen Sie doch mal an. Ja. Widerwärtig, eklig, schmutzig, interessant. Kim, Ihre Geschichte ist sehr, ja, sehr, 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 sehr... Lang? Ergreifend, meine ich. Also, kurz gesagt, Sie sind die Tochter eines armen vietnamesischen Reisbauern. Und Sie haben dann Ihr Dorf verlassen, um zu Fuß... Mit dem Zweirad. Mit dem Zweirad in die große Stadt.
zu fahren. Ja, was sagt Ihre Familie dazu? Ach, Herr Kaiser, das würden Sie sowieso nicht verstehen. Kim, eins müssen Sie mir glauben. Menschen in Not kann ich sehr, sehr gut verstehen. Was hat Ihre Familie gesagt? Ein Teufelskreis. Sie kamen also in die Stadt und da haben Sie Karl-Heinz kennengelernt, Ihren ersten Ehemann. Genau. Vor 6 Monaten hat er mich hierher gebracht. Ah, ja. Und seitdem bin ich jetzt hier und nicht mehr bei Karl-Heinz. Vielleicht schon bald bei dir? Ja, jetzt fragen sich sicher viele, erst 6 Monate in Deutschland und sie spricht unsere Sprache schon so perfekt. Wie kommt das? Ein Wunder? Eine neue Lernmethode? Ein Langenscheid in Steno? Was meinen Sie? Ja. Ja. Nein. Nein. Kim hat einen IQ von 176. Sie ist hochintelligent. 177. 177. Zurück zu Ihrem Schicksal, Kim. Wie viel hat Karl-Heinz denn für Sie bezahlt? In D-Mark, Yen oder Dollar? Wie hätten Sie es denn gern? In Telekom-Aktien. 177. Ah ja, und was macht das in neuen Mondschein-Tarifeinheiten? 177. 177, das ist Intelligenz. Weiter. Warum hat Ihr Mann Sie denn verlassen? Ich habe ihn doch verlassen. Aber da gibt's doch keinen Unterschied, oder? Das ist eine Frage für Dr. Walter, Leiter des Instituts für alle Wissenschaften und unser Experte im Studio. Dr. Walter. Ja. Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Laut Bundesdatenblatt zur Rechtschreibreform beginnen ich und ihn im dritten Person Singular zwar auch in Zukunft mit dem gleichen Buchstaben. I. Exakt. Ah. Sie sind aber grundsätzlich und auch in Zukunft verschiedene Personen. Ja, das heißt, kurz gesagt, wenn er sich von ihr getrennt hat, dann wäre er ein Schwein. Da sie sich aber von ihm getrennt hat, ist er ein armes Schwein. Nein, er war ein gemeines Schwein. Er hat mich gekauft wie ein Stück Vieh, mich behandelt wie ein Hund und wollte ständig Sex. Kim, Sie müssen diese Frage, diese intime Frage, jetzt nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Aber was war eigentlich der Grund für Ihre Trennung? Er hat sich nie gewaschen, stank nach Schweiß, soff, hat rumgehurt, seine Freundinnen mitgebracht, war arbeitslos und faul und pervers. Sie hatten sich also auseinandergelebt. Ein Teufelskreis. Wie soll denn der Mann Ihrer Träume jetzt aussehen? Ja, groß, blond. Oh ja, und lange Haare, muskulös, Waschbrettbauch, schöne Beine, geschmeidige Hände und reich? Ja, so sehen sie aus, die wahren Gefühle einer Frau. Und ich denke, ja, ich fühle sogar, unser nächster Gast wird Ihnen gefallen, die Beschreibung passt genau. Er hatte zunächst nur eine Frau, dann gar keine, jetzt 2 gehabt und den neuesten Stand kenne ich gar nicht, das wird er selber sagen. Hier ist TV, Dieter, ja bitte? TV, der Herr Bohlen kommt nicht. Oh, wie, kommt nicht? Ja, der Bohlen ist mit der Regieassistentin abgehauen. Ja, schade, dann machen wir jetzt weiter mit... mit der Kameraassistentin. Gut, dann geht's los mit... Der Maskenbildner. Okay, mit wem noch? Der Putzfrau, dem Kantinenpersonal und meinem Auto. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gast. Er ist 29 Jahre alt, er ist Auslieferungsfahrer und sucht sein Glück im Katalog. Hier ist Bernhard. Und seine Mutter Martha. Bernhard, jetzt komm halt. Da ist Bernhard. Bernhard, ich finde es mutig und toll, dass du dich so offen dazu bekennst, eine Frau aus dem Katalog zu suchen. Danke. Bernhard, du kommst ja als Auslieferungsfahrer ganz schön rum.
Ich meine, wieso findest du da nicht auf normalem Weg eine ganz normale Frau? Warum der Katalog? Ja, wir wollen ja gar keine normale Frau. Außerdem haben wir schon immer alles aus dem Katalog bestellt. Wir halten, glaube ich, nicht viel von deutschen Mädchen. Warum halten Bernhard und Martha nichts von deutschen Mädchen? Wir werden es erleben. Hallo, Talkfreunde. Es geht um Frauenhandel und Sie sind dabei, wenn Kim aus Vietnam einen Mann sucht und Bernhard eine Frau. Bernhard, Sie haben eben gesagt, Sie halten nichts von deutschen Frauen. Warum? Deutsche Frauen sind doch alles Emanze, die ihre Männer bloß unterdrücken. Herrgott, sag, jetzt habe ich dir gerade die... Jetzt habe ich dir gerade die Finger sauber gemacht, jetzt musst du da schon wieder dran rumbohren, oder was? Herrgott, sag nochmal. Wo waren wir jetzt? Ach so, ja. Also mein Bernhard, der verdient eine Frau, die zu ihm aufblickt, die ihn anhimmelt. Wir sagen immer, reich und schön muss sie nicht sein, aber im Herzen... rein. Gutes Stichwort. Ist Bernhard mit sich im Reinen, Dr. Walter? Nun, ich habe vor der Sendung mit Bernhard gesprochen. Ja. Leider unterliege ich als Therapeut der Schweigepflicht. Ja, schade. Ja, wenn das nicht der Fall wäre, könnte ich Ihnen erzählen, dass Bernhard, seitdem er das Bettnässen im Griff hat, unter Waschzwang leidet. Ich könnte Ihnen außerdem erzählen, dass er zwanghaft onanierte, mit Fotos aus der Autobild. Ferner, dass er sein Taschengeld für einen Swingerclub ausgibt, den seine Mutter für einen Tanzverein hälte. Ja, aber leider unterliegen Sie ja als Therapeut der Schweigepflicht. Ja, leider. Also, was war denn das mit dem Tanzverein? Kann ich das nochmal hören? Kann sie das nochmal hören? Wir werden es erleben. Sie lassen gerne fünfe gerade sein? Sie kommen auf keinen gemeinsamen Nenner? Die Anzahl Ihrer Hoden lässt sich durch drei teilen? Mathematik im Alltag. Rechnen Sie jetzt mit uns unter 0221 956 4780. Tanzverein, hoffentlich flippt die Alte nicht aus. Das war echt Hatter, mein Kaiser. Allererste Sahne. Apropos Sahne, pass auf. Liebe Rat mich, liebe Saat mich. Hey Managerin, wo geht mein Schreibtisch hin? Und was macht der Alleinunterhalter noch hier? Das ist dein Personal Assistant. Ah. Mommsen. Marco Mommsen. Sänger, Entertainer, Komponist und Sänger. Soll ich mal was singen? Nee, jetzt nicht, Marco. Gott, häng mal das Zeug da ab. Gottes Willen, nix da. Das bleibt schön hängen. Weißt du, Kaiser, du hast gute Ansätze. Ich glaube, ich kann was mit dir anfangen. So, was denn? Ja! Immer wollen Frauen was mit mir anfangen, ne, Lissy? Ich glaube, du musst mal zwei Grundregeln des Showbiz facen. Erstens, du bist ein Produkt, das ich nach oben bringen soll. Und zweitens? Wenn ich Sex haben will, rufe ich Brad Pitt an. Ein Brett? Wie cool, Kaiser. Aus deinem Namen mache ich Schlagzeilen. In dir steckt einiges und ich werde es rausholen. Wir sind das Team. Hey, du brauchst nur zu tun, was ich sage, dann läuft's. Think positive. Hallo? Lissy, ah, toll, klasse. Das habe ich gesagt. Lass keinen rein, wenn ich nicht da bin. Ich rufe nochmal an. Komm, nächste Mal. Jetzt haben wir den Salat, Mensch. Hey, Kaiser, du wirst dich schon an mich gewöhnen. In Zukunft bin ich dein Ansprechpartner und nicht das Gemüse da. Gemüse? Lissy ist kein Gemüse. Lissy ist eine... Yucca elephantitis. Eine Yucca-Palme. Yucca-Palmen sind übrigens hervorragende Zuhörer für einsame Menschen mit Problemen. Der auch noch. Okay, sorry. Ich dachte, das wäre mein Büro hier. Bin ich wohl in der Bahnhofshalle gelandet, oder was? Warum sitzen Sie eigentlich nicht auf Ihrem Platz? Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Aber es hat den Anschein, als wenn bereits alle Ihre Garderoben bezogen hätten. Ich hingegen kann meine nicht einmal finden. Nee. Dafür gibt's eine ganz einfache Erklärung, Doc. Ach was? Ja. Sie haben gar keine Garderobe. Ja, nicht einmal einen Stuhl, einen Haken, ein... Nichts.
Nee. Kein Geld, kein Platz. Nur im Studio. Ja, schade. Die Plätze im Studio sind bereits alle wieder besetzt und dieser Kaiser bitte zur Sendung. Ja, liebe Freunde. Bevor wir nun unseren nächsten Studiogast zum Thema Frauenhandel begrüßen, möchte ich noch mal was zu Bernhard sagen. Bernhard, ich finde es wirklich toll, dass du dich so offen dazu bekennst, eine Frau aus dem Katalog zu suchen. Ich finde das auch toll von Bernhard. Dr. Walter. Das ist toll. Ja, das ist wirklich ganz toll. Ja, das ist unheimlich toll, oder wie sehe ich das, hm? Ja, es ist toll. Das vorletzte Toll muss ich abziehen, weil Angehörige an der Abstimmung nicht teilnehmen dürfen. Aber ich glaube, ich kann wirklich sagen, wir alle hier finden es ausgesprochen toll. Nicht wahr, Kim? Toll. Toll, toll. Toll, toll, toll. Toll. Ja, jetzt alle. Toll! Bernhard, zurück zu dir. Neben dir sitzt eine junge, aufregende, exotische Frau. Und sie sucht einen Mann und was noch schöner ist, sie steht auch im Katalog. Auf Seite 177 links oben unter Fernost, ohne Anhang, Intelligenzquotient 177. Ja, Bernhard, könntest du dir vorstellen, dass du mit... Nein, nein, das können wir uns nicht vorstellen. Nein. Aber Mama... Ja, Martha, da muss ich nachhaken. Warum nicht? Ich meine, Bernhard und Kim, das täte doch passen. Mama... Bernhard, das kommt doch gar nicht in Frage. Die doch nicht. Dafür habe ich dich nicht Auslieferungsfahrer lernen lassen, dass du dann mit so einer da... Nein, nein, nein. Moment, warum? Nur weil sie Asiatin ist? Nur weil die arme Kim aus einem Teil der Erde kommt, wo man Reis isst statt Kartoffeln, wo man mit Stäbchen isst statt mit Gabeln und wo die Männer zu dritt auf der Straße stehen und Kontrabass spielen? Asiatinnen sind klein, zierlich und sehnig. Die da, Hanna, ist ja... Passen Sie aber auf, was Sie sagen. Die groß, wuchtig und weich. Aber Mama, du kannst doch das Fräulein Kim nicht einfach schlagen. Halt, Eiko, schon hock den noch. Arme Kim, da haben wir nun ihr Problem live miterleben können. Kim kann Kung Fu, aber leider nicht sehr gut. Hätte sie lieber Kontrabass spielen gelernt. Ja, das macht sie schwer vermittelbar. Wie ihre Chancen stehen, das verrät uns mein nächster Talkgast. Hier ist Mike aus Pulheim-Stommeln bei Köln. Herzlich willkommen. Mike, Sie haben einen etwas ungewöhnlichen Beruf. Ich möchte mal, ja, wie soll ich das jetzt sagen? LTV, sag doch einfach, wie es ist, ne? Ich bin Frauenhändler. So ist es, Mike ist Frauenhändler. Ja, kann ich dir sagen, das ist das Härteste von allen, ne? Ich meine, Autos aus Japan und Korea, ne? Die will ja heutzutage jeder, ne? Aber verkauf mal eine deutsche Familie, eine originalasiatische Frau, hm? Das ist hartes Brot, das kann ich dir sagen, ne? Ja, ja. Sie sind Deckenmalerin. Nein. Nein, ich muss nur mal was zu diesem Herrn Frauenhändler dort loswerden. Ne? Was der mit seinem Katalog macht, das ist nämlich eine Frechheit. Ach, wieso? Moment, da lassen wir mal ein Stückchen hin. Warum? Er macht doch Menschen glücklich damit. Ja, schon, aber für was für einen Preis? Ne? Zum Beispiel im Katalog auf Seite 80 unten links. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Herr Mike, oder? Das ist doch Wucher. Quatsch, ey, die Preise sind nach einem uralten Wirtschaftsprinzip von meiner Gewerkschaft gemacht. Jawohl. Wie heißt dieses Prinzip? Ja, wer knallen will, muss zahlen, ne? Nee, also trotzdem, ich finde, das ist trotzdem Wucher. Ich meine, was sind denn das für Beine? Und dann für 99 Mark, also ne. Nee. Das kann nicht sein, ne? Unmöglich. Wie, aber sicher, hier, gucken Sie doch mal. Ja. Moment mal. Sie hat den falschen Katalog. Außerdem gilt der Preis nicht für die Hose, das ist die Jacke. Och, ja. Oh, das ist aber billig. Gut. Ja, zurück zu Mike. Ja, weißt du, Kaiser, das wäre in meinem neuen Katalog ja sowieso nicht mehr gegangen, ne? Meine Mädels, ne? Die kannst du nämlich jetzt zappen. Bitte zappen.
Ja, also ohne Ihnen nahe treten zu wollen, Mike. Was bedeutet das? Erkläre ich dir nochmal. Data, Kaiser, das ist Zukunft. Cybertechnik, ne? Da hole ich dir die Wirklichkeit bis in das Wohnzimmer. Und meine Mädels, ey, ich sag mal so, ja? Was gibt denn da zu lachen, ne? Data, das ist der Cyberplayer. Da habe ich alle meine 412 Uschis datenmäßig eingescannt, gerendert, vektorisiert und animiert. Und hat alles in 3D-Motion-Capture-Technik. Da guckst du, Kaiser, wa? Nein, ich trage. Dankeschön, Dankeschön. Mike, da guck ich nicht, da frage ich, was bedeutet das Ganze? Für die einfache Mensch ist das so, ne? Wenn du den Helm hier aufsetzen tust, ne? Ja. Dann kannst du die Frauen befummeln und bestellen. Bernhard, wäre das nicht ja. Für dich? Ey, sei mal Mann, ha? Augen auf im Verkehrsarsch immer, oder wie sehe ich das? Ja. Ja? Ja, Bernhard, nur Mut. Ich meine, es muss nicht sein, dass du hier und heute Abend und jetzt eine wirklich gut aussehende, schöne, wohlgeformte Frau kennenlernst, um die sich jeder beneidet. Aber ich glaube, wir alle hier fänden es schön, wenn du dich dazu entscheidest. Kim. Ja, Bernhard, das wäre wirklich toll. Ich stehe da nämlich auch drin. Seite 177, links oben, ohne Anhang. Ja, Dr. Weißt Walter. Das wäre toll. Ey, toll, ey. Nimm schon, komm. Toll. Bernhard, du wirst doch nicht. Doch, Mama. Bernhard, das kommt doch gar nicht in Frage. Nein, Bernhard. Vielleicht. Bernhard, dafür habe ich nicht meine Karriere als Fotomodell aufgegeben, dass du dich jetzt zum Halbdackelmacher lässt. Ja, wird Martha eine Frau für Bernhard finden, wir werden es erleben. Wird Herr Kaiser anlässlich Ihrer Weihnachtsfeier in der Presswitzer Heimathalle gerne auch... Okay, Managerin, wo ist mein Videorekorder? Hey, Kaiser, du hast Besseres verdient. Ja. Ist unterwegs. Soll ich? Bitte. Mhm. Was ist denn da drauf? Film. Aha, Charlotte Kaiser? Meine Mutter. Oh, von Mami. Was zum Einschlafen? Pocahontas? Die Pornoversion? Okay, Lady Hollywood. Mein Boss möchte, dass du mich managst. So ist es. Damit muss ich leben. Sieht so aus, Kaiser. Damit kann ich auch leben. Aber womit ich nicht leben kann... Mit einer Frau, die mehr kann als du, hm? Mit einer Frau, die... Pocahontas in den Schmutz zieht. Das war so ein schöner Film, Mensch. Der Waschbär, wie der immer rumgeschnuppert hat. Oh mein Gott. Okay, Dixie. Trixie, mit Double X. Verpiss dich mit Double S. Hey, Great Kaiser. Jetzt noch heulen. Hey, Trennen sind cool. Trennen bringen Quote. Mein lieber Tillmann Volker, du denkst sicher, was soll das alles? Richtig, Mutter. Ich habe mir eine Videokamera gekauft, damit wenigstens du mich sehen kannst. Denn dich bekommt man ja nie zu Gesicht. Es sei denn, ich gucke mir deine scheußliche Fernsehsendung an. Was hast du dir nun dabei gedacht? Wozu hast du Zahnmedizin studiert? Damit ich Vaters Praxis übernehme? Du hättest so gut die Praxis deines Vaters, Gott hab ihn selig, übernehmen können. Aber nein, mein Sohn erspart mir keine Peinlichkeit und wird Ansager. Frau Mutter, Mastermutter. Dabei versprichst du dich immer so oft. Versprich mir wenigstens, dass du das bisschen Anstand, was ich dir beigebracht habe, beibehältst. Trag immer einen modischen Binder, putz dir immer die Zähne und nimm die Hände aus den Hosentaschen. Auf Wiedersehen, Tillmann Volker, deine Mutter. Du wirst es nie begreifen, Mutter. Kann ich nicht einmal machen, was ich will? Aber ich zeig's dir schon noch.
Da liegt also der Hase im Stall. Der kleine Tillmann will Mami was beweisen. Jetzt reicht's. Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Bitte stellen Sie das Rauchen ein und nehmen Sie die Hände aus den Hosentaschen. Und Herr Kaiser, bitte ins Studio. Tja, Kaiser, the show must go on. Und denk dran. Denk an die Tränen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Talk-Freunde. Thema Frauenhandel. Martha sucht für ihren Sohn Bernhard eine Frau aus Mikes elektronischem Katalog. Martha, was sehen Sie denn gerade? Ja, was siehst du denn da, Mama? Auto. Ein Auto. Ein Auto? Das ist meine Corvette, ey. Die habe ich in die Öffnungsseite so mit einbauen lassen, ne? Normal. So ein Auto sieht man nicht alle Tage, ne? So breite Schluppen. Hm? 432 PS, rotes Lamm Nappa Leder und 1000 Watt Stereo und 10-fach CD-Wechsler, Kaiser. 10-fach, Kaiser. 10-fach. Das ist eine Anlage. Nur einmal, wenn ich die neben deinem Golf aufdrehe, dann hast du aber für immer eine Delle in der Tür. Hm? Okay, wollen wir sehen, was die Frauen dazu sagen. Kim. Ich wette, seiner ist nur so groß. Was? Du Asiatische! Vorsicht. Asierin! Und sowas nehme ich in meinen Katalog mit auf. Hör mal, wenn ich dir meinen auf die Schulter lege, dann denkst du, eine Anaconda erwischt dich. Genau, mein Zeig, der Asiatische! Ja, komm schon, zeig mir. Zeig mir deine Klapperschlange. Also, Herr Mike, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Bernhard, du hältst dich da raus. Ja, Bernhard, tun Sie, was Mutter sagt? Nein, Mama. Nein, Herr Kaiser. Der Herr Mike ist viel stärker als das Fräulein Kim. Das ist unfair. Vorsicht, er hat eine Super-Illu. Und ich die Auto bewegt. So, Schluss, 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 aus! Feier! Freunde, ich sag euch eins. Wir sind hier nicht auf dem Schulhof. So, und jetzt geht ihr beiden schön aufs Jungenklo und dann könnt ihr mal eure Anacondas vergleichen. Und wenn Bernhard gewinnt, dann setzt du dich still hin und dann machen wir ruhig weiter. Und wenn Mike gewinnt, dann machen wir ruhig weiter und du setzt dich still hin. Haben wir es verstanden? Gut, ab, raus, komm, zack, 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 zack. Ja, dann machen wir jetzt normal weiter. Ah, ich sehe eine, Sie wollen was sagen? Bitte schön. Ich muss mal. Ach, können Sie bis zur Pause warten? Ja, komm, dann raus, schnell, aber nicht rauchen und aufs Mädchenklo. Puh. Ja, das ist live, das kommt vor, das pralle Leben bei TV Kaiser. Ja! Ja, Mike, dann programmieren Sie doch mal das erste Modell für Marke. Ja! Ja, da wäre also mal die Svetlana aus Minsk, 39, schwarze Haare. Ne? 39? Haben Sie nicht was Jüngeres, Herr Maikchen? Schnauze! Bernhard, sei still, ich säße. Ja, doch, ja, da. Aha. Jesus, Maria und Josef, die ist ja total nackig. Ich will auch mal Mama. Ach, das kommt ja gar nicht in Frage. Auf keinen Fall. Nein, 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 das ist ja die reinste Pornografie. Nein, Bernhard, von dem kaufen wir nichts. Da blättern wir lieber wieder im Katalog rum. Da kann ich vorher die Seite rausreißen, gell? Ach, Mama. Ach, Mama. Ach, Martha. Betten, am Ende werden Sie sich doch für mich entscheiden. Ja, Mama. Das kommt doch gar nicht in die Tüte, nicht? Das die Blöde ganz da, das schlagst du gleich aus dem Kopf. Die hat doch da oben gar nichts. Martha, ich unterbreche Sie jetzt nur ungern, aber ich glaube, wir haben einen Anrufer. Hallo? Ja, hallo, hier ist TV Kaiser. Guck, guck. Dich nackig, du Sau, du. Ja, ja. Hier ist die Talkshow, wo voll gut ist. Talkshow? Ja? Kaiser? Ja? Oh, Moment, ich habe alle Hände voll zu tun. Ja. Was ist das Thema? Bitte? Was ist das Thema? Frauenhandel. Oh ne, ich kaufe nichts am Telefon. Tschüss. Tja, weiter. Der Verlauf der Sendung hat uns alle betroffen gemacht. Dr. Walter, gibt es noch eine Chance für Bernhard? Nun, das kann man natürlich nicht verallgemeinern.
Aber in Bernhards spezifischem Fall jedoch möchte ich behaupten, dass er durchaus durch eine von mir entwickelte gezielte Resozialisierungsmaßnahme Erfolg haben könnte. Ja, wie sieht die herkömmliche Methode aus? Die herkömmliche Methode, natürlich die Mutter zu erschlagen. Mhm. Bernhard, noch nicht. Ja, Dr. Walter, wie sieht denn Ihre Methode jetzt aus? Ja, ich habe Bernhard während dieses erwähnten vertraulichen Gespräches auch einen Fragebogen ausfüllen lassen. Wieso weiß ich denn da nichts davon? Ja, wie sieht der Fragebogen aus, Doktor? Bernhard konnte unter 25 Eigenschaften, die seine Wunschpartnerin haben sollte, darunter Häuslichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue etc., 5 Schwerpunkte setzen. Ja, und für was hat er sich entschieden? Ja, er hat sich entschieden für große Oberweite, devot, sehr triebhaft, starke Schambehaarung und Ausdauer. Bernhard! Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Aber Mama... Nix aber, Mama. Schluss und aus, Mama. Jetzt gange mal. Jetzt aber ist Schluss. Martha. Ich möchte nicht wissen, was da noch hinter meinem Regal alles passiert. Gange. Jetzt reicht's aber, Martha. Die ganze Jahre über habe ich zugeschaut, wie du den Junge quält hast. Jetzt ist Schluss. Und? Manfred! Es ist Manfred, Mama. Es ist Manfred, ey. Wer ist Manfred? Dr. Walter? Nun, keine Ahnung. Wer ist Manfred? Keine Ahnung. Wir werden es erleben. Komm, Freunde. Die Spannung ist auf dem Höhepunkt, der Kessel brodelt, es rappelt im Karton. Wir alle wollen wissen, wer ist der Mann, der Martha daran gehindert hat, mit Bernhard die Show zu verlassen? Wer ist Manfred? Manfred, wer sind Sie? Das ist mein Ex-Mann, der hat mich mit dem daheim sitzen lassen. Ich bin der Vater von Bernhard, so. Heidenei, Papa! Schwiegerpapa! Manfred! Schwein! Manfred, kommen Sie mit nach vorne, erzählen Sie uns von Ihrem Schicksal. Papa! Aber Mama, ich kann von dem keine Pickel kriegen. Das ist mein Papa. So, na frag doch mal, wo er war, wo ich mit dir Mutterseelen allein war. Kein Geld, nichts zum Essen. Wenn ich am nächsten Tag nicht auf die Bank und einkaufen gegangen wäre, mir wäre glatt verhungert. Manfred, warum haben Sie Ihre Familie sitzen lassen? Ach, Herr Kaiser, also ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie das Leben mit so einer... Managerin. Ja, Managerin ist. Morgens um 5 Uhr aufstehe und Frühstück mache. Um 7 Uhr der Garten umgraben, um 8 Uhr zur Arbeit, kein Sex und dann habe ich den da immer noch frisch machen müssen, jawohl. Ja, das ist ein hartes Brot. Ja. Wo sind Sie dann hin? Ja, dann bin ich ins Kloster, gell, aber oh. Es war ein Reinfall. Morgens um 5 aufstehen, Frühstück machen, um 7 Uhr der Garten umgraben, um 8 Uhr zum Beten, gell. Ja, niemals Sex. Ja, zu viel Sex, Herr Kaiser, viel zu viel Sex. Bitte? Tag aus, Tag ein ging's da, gell, aber hat nicht lange gedauert, gell. Bin dann weg da und ein Jahr später habe ich meine Lottoannahmestelle eröffnet in Binsbach. Hochinteressant. Wie heißt die? Herr Manfred, Lottoannahmestelle natürlich. Oh nee, für den Siegesmund sind schön. Mir gefällt Maximilian. Aber nur für einen Jungen. Wenn es ein Mädchen wird, sollte sie Uschi heißen oder ich. Bitte. Wie kamen Sie denn auf die Idee, heute hierher zu kommen? Das war nicht meine Idee, gell? Ihre Managerin hat mir, also ich meine, wir sind da mit dem Kegelclub, haben wir unseren Jahresausflug gemacht, gell? Erstmal ordentlich essen gehen, ordentlich trinken und dann ja, ordentlich Kaiser. Ja. Das heißt, Sie sind heute mit der ganzen Mannschaft hier. Wo sitzen die denn? Ah, wir hatten einen Unfall mit dem Bus. Sind alle tot. Ach was. Kann ich jetzt mal mit meinem Bernhard sprechen? Ja, sicher. Bernhard, Papa. Ich weiß, was du all die Jahre durchgemacht hast. Diese Erniedrigung, diese Unterdrückung und dann der Regierungswechsel.
und die Wiedervereinigung und der Solidaritätszuschlag und die Steuererhöhung und die Beatles haben sich getrennt und überhaupt nicht weiß, dass ich bin an allem schuld, Bernhard. Ja, Papa. Aber es gab auch Gutes in der Zeit. So? Was denn? Ja, das Privatfernsehen zum Beispiel. Ach. Pulp Fiction, ja, oder Independence Day vom Roland, ja, oder König der Löwen und nicht zu vergessen Pocahontas, jawohl. Pocahontas, das war so ein schöner Film. Kurz, der kurz gesagt, Bernhard, könntest du mir noch mal verzeihen? Vielleicht. Würdest du vielleicht vor mir auf die Knie fallen? Bernhard, bitte, verzeih mir. Würdest du mir auch die Füße küssen? Bernhard, bitte. Guck mal, Mama, genau wie ich, wenn ich Taschengeld von dir will. Ja, du bist mein Papa. Papa. Ein ergreifendes Bild. Aber was wird aus Kim? Die Kim kommt zu uns, zu Bernhard und mir, nicht wahr, Bernhard? Ich schau mir Taschengeld. Oh, Papa. So, das ist jetzt der Dank, dass ich dich jahrzehntelang an dieser Mutter... Aber die ist ja weg. An dieser Mutterbrust ernährt hab, dass du mich jetzt im Stich lässt. Aber guck mal, Mama, dafür krieg ich mehr Taschengeld, einen Papa und eine Kim. Moment, da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mit zu reden, ne? Kim kostet 4000 Mark. Mehr, Mike, mehr. Der will sie doch. Angebot und Nachfrage. Nicht so. Unter 8.000 Mark. 8.000? Ja. Ein Teufelskreis. Wird Manfred das Geld für Kim aufbringen? Wird Mike noch sich runterhandeln lassen? Was wird aus Martha? Wir werden es erleben. Wo kommt eigentlich dieser Manfred her? Das war wow, Kaiser. Riesig. Hab ich organisiert. Na, war doch okay fürs erste Mal, oder? Muss ich leider zugeben. Und ab nächste Woche hast du erstmal eine Affäre. Hier, mit der hier. Mhm. Und über die Nummer mit der Managerin reden wir am Sonntag im Meeting noch, ja? Sonntag, Meeting, da spielt der Rot-Weiß-Lüdenscheid gegen SV Holzwickede. Da kannst du mir auch einen Platz besuchen. Hey, nix Platz. Wir haben eine Show zu machen, Kaiser. Ja, yeah, Kaiser, wir machen die Show. Ich komme so rein. Hey. Ist ja gut, der Kleine. Ruhig, Brauner, ruhig. Ja, Kaiser, ich weiß, was die Kiddies wollen. Techno, tanzen, tolle Typen. Pass auf, du. Herr Kaiser, hier. Kennst du den? Ups. Und wieder einmal hat das Gute gesiegt. Und Kaiser, bitte ins Studio. Liebe Talkfreunde, wir sind am Ende angelangt. Aber uns interessiert natürlich brennend, was wird aus Kim und Bernhard? Mike, sind Sie sich mit Manfred einig geworden? Ja, natürlich! Ja, also Martha hat gehandelt wie ein vietnamesischer Zigarettenverkäufer, ne? 6 Mille, ey! 6 Mille, ey! Du sollst ihn über eh sagen! Ja, somit hat TV Kaiser wieder einmal... Kaiser, entschuldigen Sie. Eine Wortmeldung zum Schluss. Ja, mein Klient bietet 20.000 für die Vietnamesen dort. 20.000 D-Mark? Nein, Dollar. Herr Bohlen sucht eine gut aussehende Frau für seine Villa in Prestige. Oder für seinen Rolls-Royce. Ja, bitte? Ja, danke. Oder für mich. Wow, das Geschäft geht. Hey, ich kann auch kochen. 177 Gerichte, Dieter. Und gehen wir dann auch mal bowlen? Ja, so kann's gehen, liebe Talk-Freunde. Das war TV Kaiser aus dem vollen Leben. Unser Thema nächste Woche. Ich hab's vergessen, oder? Beginnt das Leben mit Amnesie jeden Tag neu? Wir rechnen mit Ihnen. 2 und 2 ist 4. Und jetzt alle. 2, 3.